gesägt, geschlagen, gefällt. Erntezeit in den Bergen des Erzgebirges. Der Blick auf die Gaspreisentwicklung und den kommenden Winter sorgt für einen Boom in einer Branche, die energiepolitisch noch bis vor kurzem als völliger Holzweg galt. Die Forstmitarbeiter merken unmittelbar, der Markt mit dem Brennstoff ist völlig überhitzt. Der Bedarf an Brennholz ist aufgrund der Energiekrise enorm angestiegen. Wir kriegen täglich Anrufe, sowohl regional als auch überregional. Die Nachfrage ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ca. 30-50% gestiegen. Nur sind ausgerechnet die Wälder keine Ressource, bei der schnell auf eine veränderte Nachfrage reagiert werden kann. Die Bäume wachsen nicht schneller, wenn man an ihnen zieht. Das bekommen auch die Kunden zu spüren. Aktuell haben wir bereits 1000 bis 1500 Raummeter im Revier verkauft. Die Wartezeit beträgt aktuell 2 bis 3 Monate. Mit sorgenvollem Blick auf die Gasverdichterstation wie hier in Olbernhau wird Holz plötzlich zum Heizgold. Das trifft nicht nur den Forst, sondern auch Ofenbauer und Schornsteinfeger. Die Auftragsbücher sind voll, die Wartezeiten lang. Zudem birgt der Boom auch Gefahren, die zunächst wohl nur die wenigsten auf dem Schirm haben. Der Brennstoff Holz ist natürlich ein Fluch und Segen. Was uns als Feuerwehr oftmals tangiert, sind dann die sogenannten Schornsteinbrände. Das heißt, es wird halt Holz verfeuert, was noch zu nass ist, einen zu hohen Feuchteanteil hat. Es bildet sich der sogenannte Glanzruß, der am Inneren des Schornsteins hängen bleibt. Und wenn es dann zum Beispiel mal bei ungünstiger Wetterlage oder auch bei anderen Einflüssen zu einer hohen Temperaturentwicklung kommt im Schornstein, kann das halt zur Entzündung führen. Was harmlos klingt, ist in jeder Hinsicht ein echtes Problem. Wie hier zum Beispiel im vergangenen Jahr in Pennewitz in Thüringen. Dabei kann auch ein Schornstein reißen, da können Funken auf den Dachbereich fallen oder auch noch weiter fortgetragen werden. Da ist dann ein geöffnetes Dachfenster eine große Gefahr, dass es schnell auch zum offenen Brand kommt. Es ist also nicht so einfach mit dem Brennstoff Holz. Ganz am Anfang, in der Mitte und erst recht nicht am Ende der Verwertungskette.